Was geht, Leute? Mein Name ist Anon Fox und heute spielen wir Kobold Chapter 1, natürlich in VR. Zusammen mit meiner Freundin möchte ich heute herausfinden, ob sich dahinter wirklich eine Horror-Experience steckt oder doch nur eine kleine Gruselgeschichte. Nach dem Intro geht's los, bis gleich. Kobold VR Experience. Bist du bereit? Ja. Okay. Brauchen wir ein Tutorial? Ja, gucken wir mal. Da wird kurz erklärt, wie das Spiel funktioniert. Ich meine, eigentlich ist es selbsterklärend, denke ich mal. Welcome to the Kobold VR Experience. To begin, hold your Vive controllers in front of you. Press your thumb. Oh, ich habe keine Vive Controller. Forward, backward, left. So, aber jetzt richtig. Tutorial? Index! Nicht Vive. Mensch. Welcome to the Kobold VR Experience. To begin, hold your controllers in front of you. Use your left hand joystick to move forward, backward, left or right. Links ist hier. You can turn with your body or use your right hand joystick to pivot your view. Hier ist rechts. To interact with an object, use the joystick to walk up close to the object. Reach forward with your touch controller and pull the trigger under your index finger to pick up the object. Einfach mal dezent in die falsche Richtung. Das, hä? Ist das alles? Einfach nichts? That is low to the ground. This can be useful okay. If you have dropped something and wish to pick it up again. Flugzeug. When you're so ready Sicherheitserklärungen. Experience. Open the green door, that says, weil selber machen enter. Tust du ja nicht. Das machen ja die Leute dann für dich. Was haben wir hier? Ich bin zu weit. So mein kleiner Hobbykeller, so stelle ich ihn mir vor. Mit Bildern von fremden Leuten. Use the remote on the table to change these settings. Aha. Ja, alles hoch. Smooth. Fast. Und Headbob. Wow. Tut er halt null mit dem Headbobben. Vorhin hat er noch geheadbobbt. Jetzt tut er nicht mehr Headbobben. Aber Headbobben war eh scheiße, deswegen machen wir es eh aus. Aha, Licht kann man ausmachen. Da klingelt doch was. Warte, Moment, ich muss erst hier meinen Hobbykeller anschauen. Ja, ja, ich gehe gleich ans Telefon. Wahrscheinlich die Arbeit mal wieder. Fernsehen. Chef, hol mir einen Stuhl, hol mir einen Stuhl! Nein. Ich habe mich keine Zentimeter bewegt. Weiß. Find Casper's Room. Is there a key to the attic? Hey guys, you are not Richard gonna believe took place. I finally found the location of the Hunter House, and I drove down there yesterday to scout it out. Ist das? It really is in the middle of nowhere, and it looks completely unchanged from the archive photos. I'm pretty sure no one's lived there for years, so tomorrow I'm gonna drive down again and see if I can find a way to get in. I can't get my head around how insane this is. It's like an undisturbed crime scene. I have absolutely no idea what I'm gonna find inside. Make sure to subscribe mal to my rechts. Channel and I'll keep you posted. Da gibt's bei dem. Micha! Affe! Der ist leer. Scheiße! Guck mal, da steht. Video Message. Could you tell me a little bit about your relationship with Elizabeth Hunter? Well, I never met her personally. She was in East Germany. Kurz hier Pause. To get into the house. Oh oh. Ein tätowierter Sträfling. Alle tätowierten Menschen sind Sträflinge. Kommen direkt aus dem Gefängnis. Auch du! Gehst du jetzt mal an das blöde Ding? Hör ich schon gar nicht mehr. Ja, okay. Geh weg. Nein!
Oh, die Technik. Na. Kaffee! Wieder leer. EF, Girlfriend. Warum rufst du mich an? Ja, bitte? Hey, hon. Are you still in Germany? I know the story. Ich bin immer noch in Germany. But it's just getting out of hand. I'm worried about you. Please be careful or come back home. Please call me back. Love you. Oh, du bist so süß. Nimmst du mit? Immer nach der Arbeit. Oh. Fernbedienung kann man bestimmt nicht gebrauchen. Ja, guck mal in die Schränke rein. Ja, die halten noch langsamer auf. Oh Gott. Warum? Was? Irgendwas passiert hier die ganze Zeit. Release-Form. Irgendein Doktor. Ja, ich glaube, das bringt nichts. Geh mal hoch. Ja, ich wollte in die Steckdose fassen. Hör mal alles. Mhm. Okay. Ach, das soll ein Beamer sein. Ah ja. Ja, aber das sieht doch... Ach, egal. Sollen wir erstmal Heizung ausmachen? Strom sparen? Okay. Ja, genau. Muss ich jetzt da? Ne, wahrscheinlich muss ich jetzt hier durch die Tür. Enter! Oh, jetzt geht's los! Schreien in 3, 2, 1! Walk here to start! Wollen wir das? Ja! Schon bei fast 110 Puls. Ach, normal. Ruhepuls bei mir. Ja, genau. Oh, es regnet. Ein VW-Käfer! Die Grafik ist halt miserabel as fuck. Also, geht mal gar nicht. Wird eine entspannte Reise. Also, bei so einer Grafik, wer soll denn da Angst bekommen? Ich nicht. Die Grafik hat sich geändert. Oh, jetzt kriege ich langsam Angst. Ist jetzt besser? Ja. Oh je, oh je. Ich werde nass. Oh, nehmen wir mit. Mal. Irgendwas abstechen. Das Auto war gerade eben noch aus. Nein. Ah. Den Motor hat man noch gehört. Oh oh, ich muss illegale Aktivitäten hier durchführen. Will ich da rein? Uiuiui. Den kann ich nicht machen. Schade. Oh, Nägel. Hallo? 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 Hoi. Eine Kamera. Bin jetzt im Fernsehen? Hallo? Guck mal da. Hey. Achso. Ja, okay, also rein. Eine Hand. Hast du es gesehen? Oh, nicht mal den Eimer kann ich mitnehmen als Schutz. Ey, wieso gehst du jetzt nicht in die Tür rein, wo die Hand war? Kann man da rein? Weiß ich nicht, probier's aus. Will ich da rein? Ah, ja. Da kann ich rein! Warte, ich guck mir erstmal oben. Ah, da brauchen wir Scheichen. Maybe I should check the door below. Oh ja! Wo ist aber eine männliche Stimme? Maybe I should check the door below. I must be able to find a way to turn the electricity back on.
erinnert mich irgendwie an... Don't knock twice. Okay. Das war alles chillig. Jetzt gehen wir rein. Ich habe eine Axt und eine Kerze und du bist da. Und gucken wir uns noch ein bisschen außen rum. Los geht's jetzt. Runter. Okay. Mhm, so ein bisschen. Ja, gell? Mutzig. I don't need to take this with me. Although the first archaeological evidence of ruins as a tool for conducting rituals and magic spells dates back to the 4th century, ruins have a much older history, having first revealed themselves to Wodan after his sacrifice to the tree of Yggdrasil. Ruins were intended to perform... Langweilig! Tabletten, I haven't seen a VHS tape in years. Scheiße. Wahrscheinlich brauche ich Strom. Kann ich es mitnehmen? Nein. Okay, müssen wir, wenn wir Strom haben, müssen wir uns auf jeden Fall ein paar Disney-Filme anschauen. Das sind hundertprozentig Disney-Filme. Auf jeden Fall. Ja, die gab es früher auf VHS. Ach ja, Strom. Hey, mach keinen Scheiß. Hm? Keine Ahnung, ich dachte, da wäre was. Here it is. Now if I can only find a spare fuse. Fuse, also Sicherungen brauchen wir. Eine. Perfect. One of these will do the trick. Aha. Ja, jetzt gehen wir mal zurück. Ah, der Fernseher geht an. Turisas. Turisas. Turisas ist ein... Older Fuka. Turisas. Feuer. Giant Thorn. In Spell and Magic. When you carved on drawn a portal door, Turisas will remove the barrier and open the gateway that will otherwise be opened. Ah, okay, ein Schutz. Oh, da ist noch was. Hey. 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 Hallo! Scheiß Ikea-Schränke! Ich glaube, es geht nicht. Das kann doch nicht sein. Och, leck mich doch am Arsch! Fernseh! Jetzt ist auch mit Ton? Oh, da ist Volume. Das haben wir gleich. Oh Mann! Also ohne Ton macht das keinen Sinn. Oh, eine Maske. Hallo Odin. Coole Dinge sind hier am Laufen. Okay, rechts oder links? Links. Links ist hier. Und bis jetzt passiert erstmal noch gar nichts. Oh Gott! Eine Taube! Ist da drin? Oh Gott, der Fuck, Alter! Bist du hässlich? Oh Gott, es hat so einen Riesenkopf gehabt und wieder eine Taube. Oh, ich scheiß mich gleich hier ein. Toilettenpapier. Oh fuck. Oh, süß. Guck mal. Noch mehr. Oh, mehr kommt nicht. Nein, ich fange hier nicht an zu putzen. Das wäre eh nicht so mein... Ist ja nicht so mein... Was?
Was? Putzen, putzen! 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 Das ist bestimmt die Frau auf dem Bild rechts, wo das Bild Gesicht zerkratzt ist. Oh, er sieht glücklich aus. Das ist so ein Daniel. Sollen wir mitnehmen? Nein. Mensch, Daniel. Wegen deinem großen Kopf hat sie jetzt auch einen großen Kopf. Ich glaube, die ist weg. Ja, zum Glück. Bleib bloß weg. Ich habe ja nicht meine Waffe. Ich kann mein teures Handy auf dich schmeißen. Na ja, gut, das ist wahrscheinlich ein iPhone. Hält eh nichts. Nein, ich mag keine gruseligen Kinderzimmer. Hast du gehört? Hallo? Oh, ein Rat! Voll viele Tiere hier. Oh, guck mal. Daniel und Kerstin. Lass doch mal laufen. Der Alfons? Nee, Hans. Das ist ein Hans. Die Dinge sind am Laufen, ich sag's dir. Kerstin, die barfuß durch den Wald läuft, holt sich eine Infektion. Knallhart. Hans, mit der Lederhose, mit der, wie heißt das, Latzhose? Latzhose. Ja. Oh, und ein Mowgli. Was war das? Eine ein richtig komisches Video. Die Kette müssen wir wahrscheinlich suchen. Ah, Dachboden. Die hat ein Ritual gemacht, die Kerstin. Irgendwas mit Rosen. Jetzt geht's von vorne. Daniel und Kerstin. Irgendwelche komischen Bilder. Kerstin hat bestimmt. Our move was? Went well. The house is beautiful and right in the middle of a forest. So Kasper can play and explore nature every day. The neighbors are very welcome. Ach, das Video hat einen Ton. Unfortunately, nee, ist der Brief. The only family with a small child in the house. So I fear that Kasper might miss out on contact with other children. Ist das, was auf dem Brief steht? How are you, my dear friend? How are your studies going? P.S. The plan stays the same. It's becoming more difficult to smuggle letters over the border, so I will collect them and send them as a package once every few months. Yours, Elisabeth. Sie heißt Elisabeth, er heißt Richard und Hans ist Kasper. Ja, du musst ja auch Kaspers... Wie hieß es? Kaspers Room? Ach ja, stimmt. Mann, bist du schlau. Richtiges arsches Kind. Wir spügeln. Ich hab mich jetzt nicht erschrocken wegen dem Bügeleisen. Okay, nichts springt raus. Kasper! Bücher! Kasper! Odule! Dear Richard, I really love our new environment. Waking up to bird song, studying by the river, playing hide and seek with Kasper in the middle of ancient trees. I can feel the elder spirits watching out for us in the house. Yesterday, Kasper was demanding the whole day to get something sweet.
He refused to eat soup or anything else. Suddenly, I heard a knock at the apartment door. I opened and discovered a basket filled with apples. I didn't see anyone in the hall who might have placed it. How delicious they were. Kasper was so happy. I told him that it must have been his invisible friend Pixie who gave him the gift. I wish that you could visit us. I hope that one day this wall will come down. Yours? Der hat einen unsichtbaren Freund gehabt. Aber das sind auch diese schwarzen Kinder da, die du so... Mhm. Da. Warte mal ganz kurz, muss ich was einstellen? Okay. Also seine komischen Freunde hat er also da, die irgendwas gemacht haben mit ihm. Oder Kerstin, oder keine Ahnung, Elisabeth. Elisabeth. Mann! Ich hab mich doch korrigiert. Elisabeth, nicht Kerstin. Hier, links, rechts, Kinderzimmer oder offenes Fenster. Kinderzimmer. Nein, stopp. Da. Ja, du hast Freude dran, wenn ich Angst hab. Oh nein, eine Puppe. Ja, weil da was am Boden liegt. Kann man da nicht das... Wo ist denn da der Lichtschalter? Ah. Tolle Karte. Kaputt. Das ist... Oh! Oh Mann. Das sind Holzdingens. Gut, über mir schon mal nichts. Kann man nicht... Sandmännchen! Toll, jetzt habe ich das Lied im Kopf. Darf ich aus rechtlichen Gründen jetzt nicht singen? Da ist der Schlüssel. Hörst du das? Mhm. Irgendjemand hat die Tür aufgemacht. Mami? Seite ist nichts. Einmal. Alter, hör auf! Habe ich den Schlüssel jetzt? Da ist der Schlüssel. Okay. Mhm. Guck mal in dem Zelt. Warte. Nicht so hastig. Und dann muss ich mal die Kreide anfassen. Ja. Mit der Kreide kann man bestimmt irgendwas machen. Darf ich die Tür zumachen? Mhm. So. Okay. Ich hock mich jetzt hier so rein. Und. Der Sandmann ist da. Der Sandmann ist da. Ist Deutsch! Er hat so schönen weißen Sand und ist den Kindern wohl bekannt. Der Sandmann ist da. Der Sandmann ist da. Der Sandmann ist da. Upstairs! Bist du noch bei mir? Klar. Jetzt fass die Kreide an. Was soll ich schreiben? Hätte ja sein können, dass was passiert. Muss ja sein. Ich glaube es einfach nur, dass man da einfach was draufschreiben kann. Okay, führt kein Weg drum rum. Rein geht's. Jetzt haben wir den Schlüssel für oben eigentlich. Mhm. Aber wir gehen jetzt erstmal noch hier rein. Nein, bleib auf. Küche? Noch ein Brief. Dear Richard, our little house guys Pixie is just wonderful. Kasper house guys, das ist schon so Deutsch. Much fun. They're really becoming friends. Kasper has even learned to share and is leaving little offerings of milk for Pixie by the cellar door. I hope that one day Pixie trusts us enough and will reveal himself to us. I have my own study in the attic now.
It's very quiet up there, so I can focus on the literature you sent me and experiment a bit. While reorganizing and moving the furniture around, I found a little white door which seems to lead nowhere. I tried to open it, but it's locked. I will ask the neighbors if they know something about it. I hope you're doing well. Yours, Elisabeth. Sie hat diese Maske auf dem Brief gemalt. Die wurde. Ja, stimmt! Du gesehen hast. Oder die wir gesehen haben. Mhm. Hey! Wow. Noch ein Brief. Dear Richard, we're doing fine. I was studying most of last week, mainly runes and how they are the means of redirecting destiny. Very fascinating. I was still not able to open the door in the attic. It's a shame, because I can feel a great energy behind it. I tried everything, even picking the lock, nothing. But this can be linked to the fact that I'm a little clumsy lately. While cooking, a kitchen knife fell on my hand and cut it badly. I must have misplaced it on the shelf before, but I just cannot remember doing so. I probably just need a good night's sleep, and everything will be better. Oh ja, das sind auch keine Zeichen. Was denn? Sie hat hier geschnitten und dann das Messer flog auf ihre Hand und hat sie halt blutig geschnitten. Aber sie kann sich ja überhaupt nicht erinnern, warum das Messer jetzt halt da liegt. Na, weil es die kleinen Mogli-Kinder gemacht haben. Das ist ein Schloss. Dear Richard. Kann man aber nicht nehmen. Oh, meine Nase läuft wieder. Oh, schön. Tolle Aussicht. Hallo. Der Partybus. Findest du es nicht ein bisschen gruselig, dass da jetzt ein Auto kommt? Hey, hallo. Du da. Raus aus dem Haus. Warum? Nenn mir einen Grund, warum ich dieses verlassene Haus nicht betreten soll. Warte doch mal kurz. Wehe! Hey! Hey du! Samuel! Noch einmal! Ernsthaft? Nein! Ah, er nimmt nicht die Axt. Er nimmt nicht die Axt. Puh! Nein! Hör auf! Tu das Not! Hallo! Ich ruf die Polizei! Ja, wahrscheinlich darf ich. Oh ne, der kommt ja auch noch rein! Oh shoot! Oh, ich geh hoch. Ah. Ey, wer, der kommt jetzt hier rein, der sticht mich. Also, mit einer Axt. Schnell, 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 schnell. Lass mich rein! Nee, da kommt einer mit der Axt! What the hell is going on in here? Das Licht ist aus. Warum ist das Licht aus? Meine Nase läuft. Dear Richard, I finally managed to open the door. Things have gotten worse. It's becoming dangerous. The neighbors think that I'm some kind of a witch. One of them has threatened to report me. Can you believe it? What happened to our community here? If the Stasi finds out about my research, I will surely go to prison. I must be more careful. My next letter will be written in invisible ink. Ooh. It will be easier to get it over the border that way. I don't know who to trust anymore. Not even Friedrich, who never... Nein, nicht mal Friedrich! Yours, das Elisabeth. Ist so eine Mischung aus Deutsch, Englisch, ja. Oder was? Richtig komisch. Komisch auch, dass meine Taschenlampe nicht mehr geht. Akku leer. R. Raido. Action Shield, Schutzzeichen, Versklavung. Untat. Okay. Dear Richard, this will be my last letter. Pixie is not what I thought.
Whatever he is, it is evil. I don't know how to stop him, and Casper is in danger. I'm using the portal spell to cross over to the other side. If my research is true, and Pixie is what I think he is, I will be able to contain him there. At least this way, Casper will be safe. Okay, sie ist tot. Sie ist sowas von tot. Okay. Oh, da ist die Maske. Mhm. Da ist ein Bild von Hans. Kasper. Aber hat sie nicht was geschrieben mit auf die andere Seite? Ja. Da ja, das... Okay. Alles klar. Okay. Geile Maske. Kann man die aufziehen? Nein. Warte, es blinkt. Das gucken wir uns gleich an. Ah, da ist... Das kann man nicht... Ah, da ist die Anleitung, die ein Portal macht. Oh, und Licht. Und... Ist es ein Knochen oder ist es ein Fußzeh? Oh, das... Okay. Also, okay, hier. Ist da irgendwas Wichtiges? Nein, das blinkt einfach nur. Okay. Das wird jetzt wahrscheinlich ein Rätsel sein, wie man jetzt das Portal macht. Hier haben wir noch irgendwas. Okay, die einzelnen. Okay. Oh Gott, so viel Zettel. Zettelwirtschaft. To open a portal, mark upon the earth a protection seal and place within a token of that which you will protect. Do not disturb the seal. Protection Seal. Protection Seal haben wir. Das ist ein Protection, ein Schutz. Schutzsiegel kennt man von Supernatural. A token of that which you would protect. Sie möchte Kasper schützen, deswegen ist es innen drin. Receipt three times. I call deep into the well of Ural beneath the Idral Seal. And What once was verbannt? Du wusstest das englische Wort von verbannt nicht. What is coming and skulled? That shall be to open this passage. Ja, toll. Ich hab's nicht verstanden. Portal spell. Take the black chalk that is found unlocked for. Make therefore the symbol of Turisal. Oh, da, das Symbol von Turisal, was wir letztens hatten. Ah, da ist die Black Chalk. Das ist kein Fußzeh, das ist schwarze Dings. Ach so, das muss ich an die Tür malen. Ja, yeah. This will mark the beginning of the journey. Okay. Wir nehmen Licht mit. Warte, ganz kurz was gucken. Ob das auch wirklich... Da haben wir nochmal die Zeichen. War das auch wirklich das Zeichen, Dessa? Aber gut, wenn es da drauf gemalt ist, dann wird das schon richtig sein. Wo ist der Fußzeh? Den hatte ich schon gerade eben in der Hand. Ist er runtergefallen oder? Oh Mann. Oh nein! Wo ist es? Aber du hattest ihn gerade außersehen in der Hand. Nicht. Weil hier ist... Ah, der, da ist er. Okay. Du musst dir das Zeichen nochmal angucken. Ja, da hast du vollkommen recht. Also gerade runter. Okay. Bist du bereit? Jawohl. Toll, wenigstens eine von uns beiden. Gerade runter und dann ein Dreieck. Oh. Oh. Komm mal, die Tür zu machen. Tür zu. Das sieht nicht schön aus. Das sieht gar nicht schön aus. Und meine Nase läuft immer noch. Ui, ui, ui. Wie viele Minuten haben wir? 34. Thank you.
Nein! Nein! Geh weg! Renn! Friedrich, ich kann nicht laufen! Das geht den Scheiß weg an! Um Gottes Willen! Nein! Nein! Erledigt. Ist ein Sessel. Ich glaube, hier machen wir eine Pause. Guter Cliffhanger. Da gehen wir nachher rein. Sessel, beweg dich nicht. Oh Mann. Wir machen jetzt weiter, oder? Mhm. Gut. Wir ziehen das jetzt durch. Hier haben wir das Ritual gestartet. Wir haben diese komische Tür da geöffnet. Friedrich ist tot. Und hier ist ein rotes Buch. Das öffnen wir jetzt kurz, weil das hat mich schon ein bisschen interessiert. Dass man nicht holen kann, okay, ist nicht so wichtig. Lichter kann man nicht mehr anmachen, die sind irgendwie dead. War eine Einmalkerze. Okay, dann müssen wir wahrscheinlich hier rein. Zu den kleinen schwarzen Mowgli-Kindern. Oh, darf man das überhaupt sagen? Die sind halt schwarz, oder? Ich sag, die sind ja schwarz angezogen, also schwarz bemalt, also. Ach so, so Mensch. Mhm. Ja. Puh, gerade noch gerettet. Okay. Ah, rein! Ich fackel euch ab! Wie beim letzten Mal! Also bei. Don't knock twice. Ein Flammenwerfer. Danke. Nett hier! Oh, guck mal, da oben! Mhm. Und kleiner Olaf! Da steht doch auch schon was. Ich glaube, das ist eine Statue. Ja, überleg mal! Das ist doch in einem Haus! Wo, das ist doch mitten im Wald! Wo? Achso, andere Dimension. Dimension. Kommunion. Oh Gott! Wunderschön! Boah. Also ich hoffe, das Spiel ist jetzt nicht gleich zu Ende. Hallo? Das war schon da links. Warte, guck mal kurz die Statue an. Wunderschöne Bildhauerei von Wolfgang Friedrich, 1952, gebildhaut. Einfach da lang, wo schon jetzt. Der kleine Junge sagt. Bisher hat er noch nichts gesagt. Gezeigt. Da können wir nur noch. Und du sollst da rein? Ja, aber vielleicht ist eine Falle. Ja, bis auf. Oh Gott! Ach nee, du sollst da rein. Die sind. Was sind das für Dinger? Alter, Puppen! I hate Puppen! Skelette! Hat ihr Kind auf die falsche Art geschützt. Ich weiß nicht, aber hast du Flüstern gehört? Das war teilweise Deutsch. Okay. Okay. Boah, die Kerze bringt halt null! Da bringt ja eine IKEA-Kerze mehr was. Mit LED. 1800 Stunden Lichtzeit. Was? Die Musik finde ich immer bedrohlich. Wunderschön. Was? Hallo? Was willst du denn jetzt schon wieder? Mama mia, Pizzeria. Oh, die Kerze kann man direkt wegschmeißen! Ich seh da nichts! Null! Follow me. Du sollst ihm folgen. Nö, gar nicht gruselig! Oh Gott! Mann! Schneller, Alter! Das ist Kaspar! Oh fuck. Oh fuck. Ich will da gar nicht hin.
auf, beeil dich. Was bist du? Wow, 5 Minuten. Bist gestorben, oder was? Ja, das ist das Ende, glaube ich. Echt? Das Kreischen war übrigens improvisiert. Ja, das war's. Oh. Was hat uns das Spiel jetzt gesagt? Nichts. Glaube dem Friedrich, geh nicht in ein verlassenes Haus, das scheinbar von komischen kleinen Kindern bewohnt ist. Und traue keinen Kaspar. Wer heißt denn schon Kaspar? Und wenn, dann schreibt man Kaspar mit C. Dann bist du ein lustiger Geist oder ein guter Rapper. Oh, Mann. Eine Horror-Experience? Ja, würde ich definitiv zustimmen. Ich habe mir richtig in die Hosen gemacht. Mehr als sonst. Und ich glaube, meine Freundin hat sich auch ein bisschen gegruselt. Aber nichtsdestotrotz, es war eine richtig gute Experience. Ich bin positiv überrascht für so eine kleine Story. Mehr davon. Bitte mehr davon. Ich hoffe, beim nächsten Mal seid ihr auch dabei. In diesem Sinne, euer Enel Fox. Ciao. Hat euch das Video gefallen? Dann lasst ein Like da und abonniert den Fuchs.